Herzlich willkommen zum Mini-TV. Heute war der 9. Tag von Mini Salzburg. Obwohl heute der 9. Tag in unserer kleinen Mini Salzburg war, war trotzdem noch sehr viel los. Heute waren wir im Rathaus und haben uns eine Hochzeit angeschaut und haben uns ein Ehepaar in unser Studio geholt und gefragt, wie für sie die Hochzeit war. Außerdem, wie finden unsere Bewohner den neuen Bürgermeister, was wir am Mittwoch gewählt haben? Schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist. Wir haben uns heute umgeschaut, und zwar, wer heute geheiratet hat. Und man glaubt doch nicht, in der Ministadt kann man auch heute auch heiraten. Sehr viele haben deswegen geheiratet. Wir haben umgefragt und erstaunlicherweise hat die Hälfte nicht mehr gewusst, mit wem sie verheiratet sind. Einige haben sogar eine Zufallsheirat gemacht, hat sich den Erstbesten geholt. Das war am lustigsten. Das war unsere Recherche sehr schwer und haben die Hälfte nicht gewusst. Heute haben geheiratet Sarah und Sebi. Herzlichen Glückwunsch wünschen wir euch. Außerdem hat Leon und Lea geheiratet. Ebenfalls wünschen wir euch auch eine glückliche Hochzeit. Emily und Florian haben auch geheiratet. Wie immer, eine schöne Ehe wünschen wir euch alle von Mini TV. Und mit Leonie, die wusste selber nicht mehr, wer sie geheiratet ist. Und sogar das Rathaus wusste es nicht mehr. Deswegen wissen wir von ihr leider nichts. Aber wir wünschen ihr trotzdem eine schöne Hochzeit. Wie ihr sehen, kann man sogar einfach nur Zufallsheiraten in der Stadt Salzburg. Aber wir wünschen alle, die was geheiratet haben und noch heiraten werden, wünschen wir von Mini TV eine schöne Ehe. Auf Wiedersehen. Hallo, herzlich willkommen. Wir interviewen heute das Hochzeitspaar. Wie heißt du? Ich heiße Maximilian. Und mein Name ist Mira. Wie ist es, verheiratet zu sein? Eigentlich relativ normal, keine Ahnung. Wir waren ja beide schon in Mini-München verheiratet, mehrmals. Und ja, es ist praktisch ein Ritual. Also sagen wir so, nicht wir beide waren verheiratet, wir waren auch schon mit anderen verheiratet. Ja, er ist mein dritter Ehemann. Okay, und wie viel habt ihr heute zahlen müssen dafür? Wir haben gar nichts dafür gezahlt. Weil ihr aus München kommt, oder? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass Valentin was dafür gezahlt hat. Ich weiß es nicht. Er hat zumindest die Ringe besorgt. Aber mehr weiß ich nicht. Okay. Und wie ich noch erfahren habe, hat der Bürgermeister auch noch geheiratet? Ja, der Bürgermeister hat einen von meinen 5 Töchtern geheiratet. Nebenbei, ich hoffe, ich kriege noch 1-2 Söhne, weil sonst... Naja. Okay, danke für das Interview. Auf Wiedersehen. Gerne. Da jetzt beim Job. Also ich gehe eigentlich nur gerade eintragen, weil ich ein eigenes Geschäft gehabt habe und da habe ich vergessen es einzutragen, aber eigentlich arbeite ich gerade bei der Bühne und da Tickets verkaufen für Silent Disco. Wie findest du den Bürgermeister? Weiß ich nicht, ich habe noch gar nicht mal nachgeschaut. Was machst du gerade beim Bürgermeister? Du willst ja als Bürgermeister kandidieren und was hast du da aufgeschrieben? Tust du Zettel verteilen oder tust du Sticker verteilen oder was machst du? Also ich habe Zettel aufgehängt. Wie findest du den Bürgermeister? Naja, sehr nett und ich kenne ihn aus der Schule. Wie finden Sie den Bürgermeister? Kennen Sie den oder wollen Sie ihn mal kennenlernen? Ich kenne ihn persönlich nicht. Aber ich würde ihn gerne kennenlernen. Außerdem waren wir nicht nur hier, sondern waren wir auch noch in unserem Mini-TV-Studio, was wunderschön ist. Und außerdem noch in unserem Salon-Studio. Sehen wir uns mal an, was draus geworden ist. Gefällt dir der Beauty-Salon? Und wenn ja, warum? Also, weil man coole Sachen machen kann und es kostet jetzt nicht so viel Salettis. Ja, mir gefällt sehr gut, andere Leute die Haare zu färben und Nägel lackieren. Weil die Tattoos gefallen mir und das fühlt sich cool an. Ja, gefällt mir, weil man bei anderen Menschen einfach verschönern kann. Wieso findest du, dass man den Beauty-Salon in Mini Salzburg braucht? Weil man viele verschiedene Sachen ausprobieren kann. Weil dann jeder hübsch durch die Gegend rennt. Man kann eigentlich, weil man da Haare färben kann und so. Und vielleicht kann man da auch was anderes machen. Weil es einfach cool ist, dass man auch jemanden zum Beispiel schminken kann oder so.
Welche Produkte benutzt ihr? Haarkreide, Make-up, Schminkzeug, Pinsel und Haarkreiden. Make-up, Nagellack, Haarkreiden. Was ist das beliebteste im Beauty-Salon? Eigentlich das Haare färben, finde ich. Eigentlich das Haare färben. Haarkreide. Haare färben. Haare färben und Make-up. Eigentlich Haare färben. Vielen Dank für das Interview. Hallo und herzlich willkommen im TV-Studio. Ich bin eure Klappe und heute werde ich zwei Mädchen über ihre Arbeit befragen. Und hier ist Jana bei mir und ihr werde ich fragen, wie so eine Kamera funktioniert. Also zuerst checkt man, ob ein Akku in der Kamera ist. Danach gibt man eine leere Speicherkarte hinein. Dann schließt man das Mikrofon an. Dann wird die Kamera eingeschaltet. Als nächstes wird der Ton kontrolliert und das macht man mit Kopfhörer und Display. Dann nimmt man es auf und mit einem roten Knopf. Und das war es eigentlich schon. Danke, Jana. Und jetzt ist Isabella bei mir. Ihr werde ich fragen, wie man ein Video schneidet. Also, zuerst das Video von der Speicherkarte auf den Computer kopieren und die Premiere öffnen. Danach das Video importieren und die besten Clips auswählen und die Sequenzen ziehen. Dann kannst du das Video so anordnen, wie es dir gefällt und dein Projekt exportieren. Isabella und Jana, wie gefällt es euch hier in der Ministadt? Es ist super. Voll gut. Jetzt noch ein paar Fragen. Beginnen wir wieder mit Jana. Jana, was war bis jetzt dein Lieblingsjob? Eigentlich das TV-Studio. Es hat mir einfach am meisten Spaß gemacht. Und Isabella, was war dein Lieblingsjob? Zurzeit ist es immer noch TV-Studio, aber ich schau mal, was noch auf mich zukommt. Macht es euch Spaß, interviewt zu werden? Ich mag's. Vor allem mag ich diese Mikrofone so gern. Ich finde es auch sehr bequem und es macht uns sehr viel Spaß. Und wie findet ihr mich, also die Klappe? Ich liebe diese Klappe einfach. Ich finde überhaupt das ganze Team wunderbar und ich finde es schön, dass ihr euch alle so viel Mühe für uns gibt und die Klappe ist echt richtig geil. Okay, danke Isabella und Jana. Außerdem ist Mini Salzburg nicht nur in einer Eishockey-Arena, sondern haben wir auch noch glücklicherweise einen wunderschönen Park. Leider ist dieser Park so groß, dass wir nicht alles zeigen können. Heute waren wir leider nur in der Fahrschule im Sportzentrum und ausnahmsweise waren wir nochmal drin bei der Polizeistation. Schauen wir mal, was daraus geworden ist. Ist es empfehlenswert, den Führerschein zu machen? Ja, weil man kann dann auch, also man kann dann auch, wenn man irgendwo arbeitet, kann man dann das Fahrzeug fahren. Man darf es natürlich nicht in der Halle fahren. Und es gibt auch noch den Busführerschein, wenn man davon ist. Also macht es Spaß. Ja, also mir macht das Bus sehr Spaß. Und mit dem Bus darf man auch in der Halle fahren. Danke. Wollen viele den Führerschein machen? Also ich bin nicht viel da, aber es kommen schon viele zum Führerschein machen. Dann am Nachmittag vor allem. Wie lange muss man üben, bis man den Führerschein machen kann? Also man muss zuerst ein paar Fragen antworten. Wenn du die meisten richtig hast, dann kannst du fahren. Musst du erst Vollbürger sein und dann den Sehtest machen. Okay. Und dann darfst du. Ab wie vielen Jahren darf man hier den Führerschein machen? Ab 7 Jahren. Ist es schwer, den Führerschein zu machen? Nicht unbedingt, also wenn man sich auskennt, geht's schon. Willst du hier in der Ministadt einen Führerschein machen? Ja, das hätte mir eigentlich schon ganz gut gefallen, weil es sieht auch toll aus und es macht sicher auch Spaß. Super. Und fährst du also außerhalb der Ministadt lieber mit dem Auto oder mit dem Bus? Ich fahre eigentlich mit beiden Verkehrsmitteln gerne. Bus ist natürlich umweltschonender, aber Auto ist auch nett. Wie oft in der Woche fährst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so durchschnittlich? Eigentlich
nie, weil nur wenn es regnet, fahre ich immer mit dem Fahrrad in die Schule. Außer wenn es regnet, dann muss ich mit dem Bus fahren. Hier sehen Sie das Sportzentrum. Gleich mehr darüber. Welche Sportarten gibt es hier alles? Also man kann Fußball spielen, Tischtennis, wie man so sieht. Und ein paar so Parcours-Sachen. Und ja, Einrad fahren und so balancieren kann man halt. Wie viele Plätze gibt es hier halt? Zum Arbeiten? Ja. Weiß nicht genau, so 15, 12, 10, weiß nicht. Bist du oft hier halt? Also ich war gestern auch schon hier und heute wieder und ja. Hier sehen Sie zwei Jungs, die einen Parcours machen. Macht es dir Spaß? Ja, mir macht hier sehr viel Spaß, auch als Polizist. Und dir? Auch sehr viel Spaß. Ist viel Verkehr? In letzter Zeit ist sehr viel Verkehr. Und die Leute, die eigentlich stehen bleiben sollen, die rennen einfach drüber, wenn Autos kommen. Und ja, wir müssen halt auch viele Leute aufhalten, weil sie doofe Sachen zu anderen sagen. Was müsst ihr tun? Wir müssen schauen, dass jeder in der Kinderstadt Spaß hat, an der Arbeit und dass keiner beleidigt wird und dass keinem was passiert. Aber für die Sicherheit sorgen. Wie findet ihr das neue Polizeiauto? Ziemlich. Das neue Polizeiauto? Heute haben wir mal wieder das Wetter. Emily, wie sieht man das Wetter denn aus? Das Wetter für morgen wird sonnig mit leichtem Regen. Die Temperatur wird ca. 28 bis 35 Grad. Es weht ein leichter Wind und es wird keinen Nebel geben. Ich hoffe, euch hat heute Mini-TV gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder am Dienstag, wenn es der 10. Tag von Mini-Stadt Salzburg ist. Auf Wiedersehen.